Was würdet ihr sagen? Was ist die beste Strategie, wenn man kurz davor ist, maximale Angst aushalten zu müssen? Also für viele ist es ja zum Beispiel, wenn man ihnen sagen würde, morgen musst du eine Rede halten vor 500 Leuten. Also vor all deinen Arbeitskollegen, und diese Rede muss eine halbe Stunde lang sein und sie sollte inspirierend sein. Wenn man Versuchspersonen genau das gefragt hat und gesagt hat, ja, was wäre denn hier die beste Strategie, dann hat die absolute Mehrheit, nämlich 91%, haben gesagt, ja, das Beste wäre, zu versuchen, sich zu entspannen, irgendwie runterzukommen. 1,3% haben auch gesagt, ja, das Beste wäre eigentlich zu versuchen, das abzusagen und jemand anderen zu finden, der das macht. Zu denen hätte ich früher bestimmt auch gehört. Und 7,7% haben gesagt, das war das Letzte, was man ankreuzen konnte, nur 7,7% haben gesagt, ja, das Beste wäre zu versuchen, die Angst in Aufregung umzuwandeln. Also quasi so ein positives Lampenfieber zu entwickeln, das man vielleicht dann auch benutzen kann. Aber was ist denn jetzt wirklich die richtige Strategie? Um das herauszufinden, hat man in einer der wahrscheinlich wichtigsten Studien der letzten Jahrzehnte, in der Studie von Brooks aus dem Jahr 2014, Versuchspersonen ins Labor eingeladen und hat ihnen gesagt, du wirst jetzt gleich eine 2- bis 3-minütige Rede halten müssen. Und zwar darüber, warum du ein guter Arbeitspartner wärst. Also zum Beispiel für eine Partnerarbeit oder Gruppenarbeit, warum wärst du denn ein guter Arbeitspartner? Und diese Rede, dafür hast du übrigens nur 2 Minuten Vorbereitungszeit, diese Rede wird auch noch auf Video aufgezeichnet. Ja, zum einen sitzt da die ganze Zeit ein Versuchsleiter mit dir im Raum, der dich beäugt, aber das Ganze wird auch noch auf Video aufgezeichnet. Und dieses Video, zu allem Überfluss, wird dann auch noch Arbeitskollegen gezeigt, die dann bewerten sollen, wie gut deine Rede war. Also für mich eine absolute Horrorstudie, und wenn ich an der früher mit meinen sozialen Ängsten hätte teilnehmen müssen, ich hätte wahrscheinlich selber gesagt, guck mal, da vorne ist jemand, der kann für mich einspringen, ich möchte das nicht machen. Aber die Forscher hatten ja ein hohes Ziel, sie wollten herausfinden, was ist wirklich hier die beste Strategie. Daher haben sie einer Gruppe gesagt, versuch dir vorher laut zu sagen, ich bin ruhig, ja, I am calm, und versuch es auch wirklich zu glauben. Der anderen Gruppe haben sie gesagt, versuch dir zu sagen, ich bin aufgeregt, und versucht es auch wirklich zu glauben, versucht es auch wirklich umzusetzen. Und als man dann später, und man hat ja die ganzen Reden auf Video aufgezeichnet, als man das dann wirklich unabhängigen Bewertern gezeigt hat, dann stellte sich heraus, dass diejenigen, die sich vorher gesagt hatten, ich bin aufgeregt, zum einen deutlich längere Reden gehalten haben, also die haben die maximale Zeit von 3 Minuten im Durchschnitt fast immer ausgereizt, während die anderen, die sich gesagt hatten, ich bin ruhig, die haben im Durchschnitt fast immer nur das Minimum erfüllt. Zum anderen wurden die Reden derjenigen, die sich sagen sollten, dass sie aufgeregt sind, im Durchschnitt auch deutlich besser bewertet. Also sie wirkten deutlich überzeugender, sie wirkten deutlich selbstbewusster und auch kompetenter. Und dieses Phänomen ließ sich tatsächlich auch noch in anderen Experimenten wiederholen. Also zum einen, als Versuchspersonen Karaoke singen sollten, auch so eine Horrorvorstellung von mir, und auch bei einem Mathe-Test, bei dem man gesagt hat, ja, das ist im Grunde ein IQ-Test. Also das hat man gesagt, um quasi das Stresslevel noch weiter hochzutreiben. Wenn man Versuchspersonen sagt, das ist ja ein IQ-Test, dann werden sie häufig schon nervös. Und in beiden Tests, also sowohl beim Karaoke-Singen als auch beim Mathe-Test, wurden weniger Fehler gemacht, wurde besser performt, wenn man sich vorher gesagt hatte, ich bin aufgeregt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es so? Warum ist es so, dass das, was alle oder fast alle Menschen glauben, dass es gut ist, sich zu beruhigen und runterzukommen, häufig gar nicht die beste Strategie ist? Und einer der Hauptgründe ist wahrscheinlich, dass wenn wir aufgeregt sind und ja, einen sehr starken Herzschlag haben und wirklich vielleicht Schweißausbrüche haben, weil uns jemand sagt, du musst gleich eine Rede halten, und wir uns dann aber sagen sollen, ich bin ruhig, ich bin entspannt, dass das gar nicht so gut funktioniert. Und in dem Moment, wo wir das realisieren, dass das gar nicht so gut funktioniert, werden wir häufig noch nervöser. Also wir merken, oh, ich fahre hier eine Strategie, die nicht funktioniert. Und wenn ich mir stattdessen sage, ich bin aufgeregt, ja, dann bringt das 2 sehr gute psychologische Effekte mit sich. Zum einen ist es eine akzeptierende Strategie, oder es ist ein deutlich akzeptierenderer Umgang mit den physiologischen Symptomen, die ich in meinem Körper spüre, mit
dem schnelleren Herzschlag zum Beispiel, wenn ich mir sage, ich bin aufgeregt, dann passt das auch wirklich dazu. Das ist deutlich glaubwürdiger für unser Gehirn, wenn ich mir sage, ich bin aufgeregt. Und zum anderen, und das konnte man dann auch in einem der Experimente beobachten, eröffnet dieses Reframing auch die Möglichkeit, mehr in ein sogenanntes Opportunity-Mindset reinzukommen. Also, dass ich die Situation auch als eine Art Möglichkeit sehe und nicht nur als eine sehr bedrohliche Situation, sondern auch eine herausfordernde, vielleicht auch eine positiv herausfordernde Situation, vielleicht auch als eine Situation, auf die ich später zurückblicken kann, wo ich mir sagen kann, da habe ich wieder was gelernt. Und für mich persönlich war diese Studie wirklich so ein Augenöffner, weil ich auch lange Zeit, und das bekommt man ja in vielen Ratgebern und von vielen Seiten gesagt, ja, versuch dich zu beruhigen, versuch dich zu entspannen. Das ist ja auch ein gut gemeinter Rat. Und Entspannungstechniken, Meditation, das hat auch alles seine Berechtigung. Das sind auch gute Strategien. Aber, so war es zumindest bei mir und ich bekomme das auch bei vielen Klienten mit, häufig ist es so, dass man so sehr diese Überzeugung hat, ich muss erstmal entspannt sein, ich muss erstmal runterkommen, damit ich zum Beispiel ein Referat halten kann, damit ich zum Beispiel auf eine Party gehen kann oder damit ich mit dieser einen Person reden kann. Und erst wenn ich das geschafft habe, erst wenn ich mich runtergefahren habe, erst wenn ich mich entspannt habe, dann kann ich mich in die Situation begeben. Diese Überzeugung ist natürlich sehr problematisch, weil sie führte zumindest bei mir und führt bei vielen anderen Menschen auch häufig in so ein Vermeidungsverhalten rein. Weil man, wenn man merkt, ich bin ja gar nicht so entspannt und es funktioniert auch gar nicht gerade, mich so richtig zu entspannen. Ich habe immer noch die Aufregung in meinem Körper, dann diese Situation häufig vermeidet oder frühzeitig verlässt. Aber in dem Moment, wo ich diese neue Strategie verwendet habe, nach dem Motto, mir zu sagen, ich bin aufgeregt, und das ist auch vollkommen okay, diese körperliche Aufregung kann ja auch manchmal hilfreich sein, dass man wacher ist. In dem Moment, wo ich diese Strategie verwendet habe, konnte ich viel mehr Situationen akzeptierender begegnen. Dann konnte ich in viel mehr Situationen reingehen, die ich vorher vermieden habe. Und das Spannende ist ja, dass dafür sprechen ja diese Forschungsergebnisse. Erstaunlicherweise ist es ja sogar so, dass man mit der Aufregung und wenn man mit der Aufregung in die Situation reingeht, häufig sogar besser performt, als wenn man krampfhaft versucht, sich runterzufahren und zu entspannen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, ihr fandet es aufregend. Und wenn ihr noch mehr über psychologische Forschung erfahren wollt, dann schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder.